Beiden. Ja. So. Ich begrüße ganz herzlich von der Linksfraktion im Deutschen Bundestag André Hunko. Grüße, Herr Hunko. Ja, schönen guten Tag. Herr Hunko, einst, ich erinnere mich in Rostock, als der Gipfel tobte und rundherum die Demonstranten natürlich sorgfältig vom Staat beobachtet werden mussten, da gab es alle möglichen verschiedenen Techniken. Und offensichtlich ist der Staat unmittelbar davor, da einen großen Schritt nach vorn zu machen und mittels Drohnen das in Zukunft erledigen zu lassen. Oder welche Einsatzziele könnten Sie sich für Drohnen über deutschem Staatsgebiet noch vorstellen, die jetzt hier angeschafft werden sollen? Ja, es gibt ja grundsätzlich erstmal verschiedene Arten von Drohnen. Ich habe ja jetzt eine recht umfangreiche kleine Anfrage dazu gemacht. Muss man unterscheiden halt die militärischen Drohnen, die ja auch angeschafft werden sollen, die praktisch für Kriegseinsätze zur Verfügung stehen sollen. Und aber ich habe auch ein bisschen stärker den Augenmerk halt auf die innenpolitische Einsatzmöglichkeit gelenkt in der Anfrage. Und da ist es in der Tat so, dass natürlich Drohnen zur Überwachung genutzt werden können, gerade bei solchen Ereignissen wie Heiligen Damm. Und dass es de facto keine richtige Debatte gibt, gesellschaftliche Debatte, die mal überlegt, wo können denn Drohnen sinnvoll sein und wo ist eigentlich die Grenze zu ziehen. Also ich denke zum Beispiel, dass so Einsatz bei Naturkatastrophen, bei Bränden für ökologische Zwecke durchaus sinnvoll sein können. Aber das wird ja eben oft vermischt mit anderen Einsatzmöglichkeiten und gerade so Überwachungsgeschichten wie Heiligen Damm. Und das lehne ich eigentlich ab. Wie ist denn eigentlich das Ganze zu betrachten unter dem Aspekt der Sicherheit der Verkehrsflugzeuge, die da oben kreisen? Ich meine, wir haben ohnehin schon Sicherheitsrisiken durch die Verknüpfung des militärischen und des zivilen Flugverkehrs. Ja. Wie ist das, wenn jetzt noch eine dritte Gruppe dazukommt, die per Joystick von wo auch immer aus gelenkt wird? Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Da ist ja auch die Forschung ist da ja gerade ziemlich heftig dabei, zu versuchen, Drohnen so zu bauen, dass sie anderen Flugobjekten ausweichen können. Es hat, was sozusagen den Rechtsrahmen angeht, da jetzt auch kürzlich eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes gegeben. Also wir erleben ein zunehmendes Öffnen eigentlich des Luftverkehrs auch für Drohnen. Und das ist natürlich auch vom Sicherheitsaspekt sehr kritisch zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, da wäre zum Beispiel die Grenzsicherung ein spannendes Thema. Drohnen, die über den Grenzen dafür sorgen sollen, dass keine illegalen Flüchtlinge mehr die Grenzen übertreten können. Wie ist das? Könnte es sein, dass die EU-Drohnen dann eben auch zur Außensicherung ihrer ohnehin schon martialisch geschützten Grenzen einsetzt? Ja, das ist auf jeden Fall zu befürchten. Es ist ganz interessant. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch gemacht mit einem führenden Drohnenhersteller in Deutschland, der dann angepriesen hat, dass seine Drohnen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze fliegen und dort angeblich Schmuggel halt überwachen. Aber natürlich wird sowas in der Regel auch für sogenannte illegale Migration eingesetzt. Die Tendenz geht eben sehr stark dahin, dass auch die EU das an den Grenzen versucht einzusetzen. Das ist natürlich Teil der zunehmenden Aufrüstung an den EU-Außengrenzen. Ich stelle mir gerade mit Schrecken vor, was das ja auch aufgrund der ganz anderen psychischen Situation dessen, der dann im Zweifelsfall am Joystick sitzt und nicht mehr in einer echten Maschine oder in einem echten Schnellboot als Kapitän oder Kommandant oder Pilot, da tut man sich sehr viel leichter, auch mal einen Schuss abzugeben. Wie ist es? Also gibt es dann nicht möglicherweise auch die Gefahr, dass solche Drohnen, wenn man sie beispielsweise im Mittelmeer einsetzt, dann auch ermächtigt werden, dem einen oder anderen Schiff mit Flüchtlingen einen Schuss vor den Bug zu setzen? Also man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen sogenannten Aufklärungsdrohnen, also die keine militärischen Fähigkeiten haben,
und Drohnen, die eben auch bewaffnet sind. Das Erschütternde bei der Antwort jetzt der Bundesregierung ist ja, dass sie auch Drohnen, die zur Aufklärung erstmal beordert werden, so beschaffen will, dass sie auch später militärisch aufgerüstet werden Genau, können. das ist doch der entscheidende Punkt. Das Ganze ist Das doch ist der nur ein Knackpunkt. Zusatzaufsatz sozusagen. Genau, das ist der Knackpunkt. Und das ist auch das Interessante sozusagen jetzt an der Antwort auf die kleine Anfrage. Und meine Befürchtung ist, dass dann erstmal, weiß ich was, Drohnen so zur Aufklärung eingesetzt werden. Dann sagt man, naja, ist ja nicht schlecht, wenn man da mehr Informationen hat. Also ich lehne auch das ab, aber ich denke mal, das wird gesellschaftlich eher akzeptabel sein. Und einen geeigneten gesellschaftlichen Zeitpunkt, wenn man es für durchsetzbar hält, wird dann sozusagen auch die militärische Bestückung dann beschlossen. Das ist also schon ein sehr bedrohliches Zukunftsszenario, was wir auf jeden Fall sehr gerne verhindern möchten. So, jetzt sage ich mal was Provokatives. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt tatsächlich denn an einem Punkt wären, nehmen wir mal an, bis auf die, die grundsätzlich Pazifisten sind, würden also auch andere eine breite gesellschaftliche Mehrheit hinter einem militärischen Einsatz der Bundeswehr stehen. Und die Frage wäre, wie macht man das? Dann wäre es ja im Sinne der Bundeswehr und ihrer Piloten, Soldaten, die dort eingesetzt werden, wenn man das entsprechende Risiko, selbst auch Menschen zu verlieren, minimiert. Sind also nicht, wenn man jetzt mal rein strategisch militärisch denkt, diese Drohnen eine segensreiche Erfindung? Das findet ja jetzt schon doch sehr massiven Einsatz, gerade von Seiten der USA. Und ich kann da zum Beispiel sagen, dass aus meiner Stadt, also ich komme aus Aachen, hier auch ein Aachener Bürger selbst schon Opfer geworden ist, In Pakistan, Pakistan. genau, der dort beschossen wurde und so ums Leben kam. Das ist vor einem Jahr etwa geschehen. Ich habe da auch die Mutter besucht und so. Und es zeigt halt, es ist noch mal leichter, den Knopf zu drücken. Es ist noch unspezifischer. Der Krieg wird noch mehr entmenschlicht. Man sitzt dann am Joystick und drückt ab. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Also deswegen lehnen wir das auch ab. Und wir sehen ja auch, wie viel zivile Opfer die diese Kriegsführung der USA in Pakistan hervorruft. Drohnen verstärken ja die ohnehin vorhandene Tendenz auch zur asynchronen Kriegsführung und Genau. verändern komplett die gesamten strategischen Formen der Kriegsführung. Was ist für, aus Ihrer Sicht die größte Gefahr? Ja, vor allen Dingen sinkt die Hemmschwelle. Ja, also dann fliegen halt praktisch Drohnen aus den Zentren in den USA oder Europa durch die Welt. Es gibt dann vielleicht extra legale Hinrichtungen, wenn man meint, da ist irgendwo vielleicht einer, der des Terrorismus verdächtigt ist. Die Tendenz sehen wir ja schon in Pakistan, aber auch im israelisch-palästinensischen Konflikt. Man kann sich dann vorstellen, dass aus den reichen Zentren in der Welt weltweit Drohnen fliegen und alles, was sie als Bedrohung ansehen, wird halt abgeknallt. Also das ist natürlich eine Zukunftsvision, Das hat sich die nicht nicht mal mehr Huxley kennt. vorgestellt. Nee, das ist aber so ein bisschen schon eine schöne neue Welt, ja.